Hallo Freund, ich krog, ich aua. Du wollen Truthahn haben? Ich nix wollen Truthahn haben, ich dich hauen. Aber willst du Truthahn? Aua, aua. Na warte. Oh weia. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Lego Movie 2 hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Wir sind im Mittelseeland. Das ist irgendwie eine Art Ritterwelt, wo es Elfen und Orks gibt und eben auch Ritter. Gut, die Ritter habe ich noch nicht gesehen, aber dafür einen Eiscreme-Verkäufer. Ich wechsle jetzt aber mal zu unserem lieben Ork und heute kämpfe ich mit einem Truthahn-Schenkel, weil das so einfach so sinnlos ist und deswegen auch so lustig. So, da oben ist also die Ritterburg. Und hier gibt es schon Ritter. Jetzt sehen wir endlich mal Ritter, hallo. Wir laden alle Herausforderer zum Versuch ein, unseren Rekord zu schlagen. Glaubst du, du kannst meine Zeit schlagen? Na? Ja, okay. Brauche ich ein Pferd dafür? Ich schnapp mir einfach das Pferd hier. Und dann galoppiere ich mal hier durch Mittelseeland. Wie schon gesagt, das ist die Welt. Da ist auch das Portal, wie man gerade sehen kann. Und an sich ist das eine ziemlich einfache Welt. Zumindest sieht es so aus, denn sie ist kreisrund, wie ihr vielleicht schon an der Karte erkannt habt. Rechts oben ist diese immer zu sehen. Sie hat keine richtigen Ränder, denn sie ist rund. Also besitzt keine Ecken und Kanten. Man muss einfach nur schauen, wo die ganzen Megasteine sind und wo Menschen unsere Hilfe brauchen oder uns herausfordern, wie hier zum Beispiel. Zack, haben wir das Wettrennen geschafft und kriegen jetzt einen Megastein. Oh, sie will nochmal, okay. Niemand kann den Rekord brechen. Er besteht seit 500 Jahren. Ach ja? Sag niemals nie, ich liebe es, Rekorde zu brechen. Los geht's, mein Schimmel. Meine Lieben, wir werden sicherlich hier noch einiges in der Ritterwelt erleben. Und deswegen sage ich, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Lego Movie 2 gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. Der Kanal für Kinder, damit ihr auch in Zukunft keine spannenden und unglaublich lustigen Videos mehr verpasst. Zum Beispiel von unserem lieben Ork. Ich reite auf dem Schimmel durch die Gegend und niemand hält mich auf. Aha. Ganz und gar niemand, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, ich denke das zumindest. So, geschafft. Tada! 12 Sekunden hatte ich noch übrig. So, die alte Taverne freigeschaltet. Mit der Frau hier. Und ein Meisterstück gibt es auch. Reden kann ich wohl nicht mehr mit ihr. Gut. Hier ist irgendwo Ritter Lancelot. Finde ich super. Ich weiß gar nicht, was es sein soll. Ein Stall, okay. Der Ritter will nichts. Und da ist ein Megastein. Einfach so im Brunnen. Na holla, die Waldfee. Und da braucht ein bärtiger Mann unsere Hilfe. Na, dem wollen wir gerne mal helfen. Wir sagen gleich mal Hallo. Aber erstmal sammeln wir alles ein. So, sehr gut. Schönen guten Tag, der Herr. Wie kann ich helfen? Hallo, hallo. Oh. Kleinen Moment. Möchten Sie Truthahn? Ich möchte kein Truthahn. Nehmen Sie mein Truthahn. Ich möchte kein Truthahn. Also, redest du jetzt mit mir oder nicht? Na gut. Da sind ein paar Orks an der Brücke beim Zaubererturm und sie machen den Dörflern Angst. Kannst du sie dir nicht vorknöpfen? Ihnen eine Lektion erteilen? Okay, die schnapp ich mir. Die kleinen Halunken, die am Zauberturm sind. Wo auch immer der Zauberturm sein soll. Vielleicht da vorne, da wo die Fenster leuchten. Seit wann gibt es in einer Ritterwelt Fenster? Oh, hey! Hey, ich bin euer Freund! Hey, warum haust du mich? Willst du einen Truthahn-Schenkel? Hey, willst du einen Truthahn-Schenkel? Okay, wenn du nicht anders willst. Mann, ich wollte gerade meinen Brüdern und Schwestern teilen. Das ist mal ganz im Ernst, sie sehen so aus wie ich. Und dann wollen sie nicht so was Leckeres haben? Ich verstehe sie nicht. Dabei habe ich doch so gut gekocht, mein Truthahn-Schenkel. Oh Gott, allein die Vorstellung. Stellt euch mal vor, jetzt mal ganz im Ernst. Stellt euch vor, ihr seid auf dem Spielplatz. Und statt mit Stöcken zu spielen oder mit was anderem, mit dem Fahrrad zu fahren, habt ihr einen Truthahn-Schenkel. Ho, gute Arbeit. Jetzt wissen diese Gauner, dass sie nicht mehr hierher kommen sollen. Die Bösewichte. Hier eine Schmiede. Danke für die Schmiede. Und wenn wir eine Schmiede von dem Typen bekommen, bedeutet das sicherlich, dass er selbst ein Schmied ist. So, da oben. Der Königsturm. Aber Moment mal. Hier in der Nähe scheint es einen Stein zu geben, laut meiner Karte. Hier zwischen den Häusern. Haha, ich sehe es.
So, ich wechsle immer zwischen Aufgabe und das Beobachten der Karte, wie ihr sicherlich schon gesehen habt. Hey, wer badet denn da? Schöne Statue. Oh, das war mal eine schöne Statue. Hier, gibt es hier was im Wasser? Tja, sieht nicht so aus. Tja, oh, ein Tunnel. Ein sehr auffälliger Tunnel. Na, was da wohl drin sein mag? Nichts, so scheint es. Vielleicht da oben. So, und auftauchen. Na, Teppichtörtchen, hier ist einfach mal gar nichts. Warum bin ich denn hierher gekommen? Kann doch nicht sein, dass hier nichts ist, oder? Wurde der Raum einfach so umsonst gestaltet? Das kann nicht sein. Oh Mann, oh. Ich wurde veräppelt. Schaut mal, ich habe voll den dreckigen Helm. Habt ihr das gesehen? Ich muss den mal im Wasser wieder waschen. So, mit den Jetwings komme ich zwar hoch, aber auch nicht unbedingt weiter. Also irgendwie scheint es hier vielleicht was zu geben, aber ich bin zu früh hier an der Stelle. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwas ist da gewaltig faul. Naja, gut. Wir ignorieren das mal und laufen jetzt zum König. Oder zum Ritter. Darf ich bitte hier durch? Moment, hier gibt es Pilze. Fliegenpilze. Rote Fliegenpilze. So, schönen guten Tag. Darf ich da bitte durch? Oh, ein Megastein. Haha. Mit einem Pilz als Trampolin verwendet. So, ja, aber jetzt zum König. Verehrter König, ich muss mit Ihnen reden. Ich weiß zwar nicht warum, aber wir müssen mit Ihnen reden. Aber ich schaue mich nochmal kurz hier auf den... ein Megastein. Ich brauche meine Jetwings. So. Kann ich kurz hier vorbeifliegen. Zack. Jetwings. Sehr praktisch. Da braucht jemand unsere Hilfe. Sehe ich gerade. Und da ist noch eine Truhe. Zack. Mal sehen, was da drin ist. Nein, nicht runterfallen. Oh, nö. Egal, wir haben es wieder. So, auf zum König. Der König wartet schon auf uns. So, jetzt nochmal. Von vorne. Hallo, Herr König. Ich habe Truthahnschenkel. Möchten Sie probieren? Möchten Sie meinen Truthahnschenkel probieren? Gucken Sie mal. Grüße, Reisender. Ich bin der König von Mittelseeland. Willkommen in meinem Reich. Ich warte auf die Rückkehr des Schwertes des Helden. Es ist seit langer Zeit verschollen. Seit Sir Achim, der Achtlose, in den Berggruben fiel. In die Burggruben, meine ich. Okay. Ich wünschte, irgendwer würde das Schwert des Helden zurückbringen. Ob es wohl noch immer im Graben liegt? Ah, Sir Achim, der Achtlose. Wo ist er denn? Den möchte ich freischalten. Sir Achim. Wo ist denn der Sir Achim? Mensch, Achim, wo bist denn du? Bist du da? Mensch, Achim, wo bist du denn? So, hier runter mit uns. Und anscheinend ist es genau da, wo wir gerade waren. Vielleicht haben wir jetzt durch dieses Aktivieren des Events, sprich mit dem Reden, mit dem Sprechen des Königs... Ah ja, schaut mal, das Schwert bekommen. So, einfach mal kaputt machen, die alte Kiste hier. Oh nein, wo ist das Schwert? Nein! Da liegt es, schnell. Das Schwert des Helden. Wow. Wie cool ist das denn? Wir besitzen jetzt... Das Schwert des Helden. So, weg mit der Truthahnkeule. Oder eigentlich, nee. Die Truthahnkeule ist immer noch cooler als das Schwert. Was findet ihr besser? Das Schwert oder die Truthahnkeule? Schreibt es bitte in die Kommentare mit einer Begründung, warum ihr das besser oder schlechter findet. Weil wenn ihr nur Schwert schreibt, dann weiß ich ja gar nicht, warum. Ich bin immer noch ein Fan des Truthahnschenkels. Einfach, weil es so absurd ist, weil es sich widerspricht. Ist das... Das Schwert des Helden. Wahrlich, du bist der eine aus der Weissagung. Hier, dankeschön, dein Schwert für dich. Nun denn, ich suche einen Gegenstand großer Macht. Gut, es könnte sein, dass ich nicht ganz genau weiß, worum es sich handelt oder was es kann. Aber es sieht furchtbar wichtig aus. So nehmt den königlichen Erlass, mir das Dings der Macht zu bringen, denn ihm wohnt große, ja, Macht inne. Ritter Stapelstein wird euch bei dieser Suche zur Seite stehen. Königlicher Erlass bekommen. Danke. Ist so eine Art Genehmigung, dass wir... Weiß ich nicht, irgendwas machen dürfen. So. Ich wechsle erstmal. Und zwar möchte ich... Das Schwert des Helden. Wow, es funkelt! So, wir haben einen Auftrag vom König bekommen. Deswegen...
stürze ich mich tapfer in das Abenteuer. In die Welt der Ritter. Darf ich mir ihr Schwert ausleihen? Zeigt mir den königlichen Erlass und ich will euch zur Seite stehen. Ach, Sie sind Herr Stapelstein. Fürwahr, dieser Erlass scheint in Ordnung. Doch was könnte der König mit einem solchen Ding anstellen wollen? Solch ein grotesker Gegenstand kann nur im finsteren Verlies des Landes ruhen. Fest in den Fingern des Dunkellords. Doch keine Bange, ich habe so einige Turniere gewonnen. Dies wird kaum meine Herausforderung. Kommt nun, wir müssen zur Trümmerstadt und sie belagern. Dort entlang. Zur Trümmerstadt, ich leih mir ihr Pferd aus, Sir Stapelstein. Denn ich bin Sir Ork. Der Ork der Orks. Das muss hier der Ort sein. Sieht aus wie Maleficent. Maleficents Turm. Habt ihr den Film Maleficent gesehen? Etwas düster und trotzdem aber auch eher für Teenager gemacht, sage ich jetzt mal. Also auch ein sehr schöner Film. Mit Angelina Jolie, die eben Maleficent spielt. Das Objekt, das wir suchen, befindet sich in diesem Verlies. Sollen wir anklopfen? Sicher, dass wir einfach anklopfen sollen? Wir werden eine mächtige Belagerungswaffe benötigen. Eine Art Katapult käme uns sehr gelegen. Ob es in der Nähe eines gibt? Seht nach, ich werde hier Wache stehen. Okay, wir brauchen also ein Katapult. Und anscheinend gibt es hier mehrere Katapulte. Wie kann ich das denn jetzt verschieben? Oh, jetzt habe ich es... Statt verschoben, habe ich es jetzt kaputt gemacht. Entschuldigung, das war so natürlich nicht ganz geplant. Ich hoffe, der Ritter verzeiht mir. Der Ritter der Tafelrunde. Und auch hier gibt es wieder Krempel, den man so gerne mal sehen möchte. Denn in diesem Krempel befindet sich Krempel, den man braucht, um daraus Krempel zu erstellen. Ja, wenn ihr euch fragt, ob es das jetzt Sinn ergibt, nein, das tut es nicht. Aber ich erfinde einfach irgendwas. So, Katapult, bum bum bam, quer durchgeschossen. Tja, wohin mit uns? Ich bin verwirrt. Hier gibt es noch einen Katapult, aber wie ver... Ah, muss es schießen vielleicht? Also irgendwas ist gerade faul. Okay, wir nehmen uns die Zeit. Wir wollen es rausfinden und nebenbei noch Megasteine sammeln. Ich weiß, wir haben gerade eine andere Aufgabe, aber Megasteine, wenn wir schon unterwegs sind. Ein Herz! Herzi! Herzilein, du musst nicht traurig sein. Dupidupidu. Bom! Haha, erwischt. Hallo. Achtung! Hallo! Kaboom! Und es gibt wieder ein Mega-Relikt-Splitter. Oder kein Splitter, in dem Fall sogar ein komplettes Mega-Relikt. Die kriegt man eigentlich auch nur von diesen Herzen. Außer aber man hat genug Mega-Splitter gesammelt, sodass man ein Mega-Relikt bekommt. Noch hier gibt es wieder Krempel für uns. Objekt-Relikte. Sehr gut. Ein Baurelikt. Ja, meine ich doch. Statt Objekt-Relikt ein Baurelikt. Und hier haben wir einen Brunnen. So, aber was ist denn jetzt mit dem Katapult? Und bumm. Tja, also ich glaube, das ist gerade, wie sagt man so schön, kontraproduktiv, wenn wir die Sachen kaputt machen. Was bedeutet kontraproduktiv? Das bedeutet, dass es keinen Sinn macht, etwas zu tun. Zum Beispiel wollt ihr ein Bild malen und statt einem Buntstift verwendet ihr einen weißen Buntstift. Also statt einen roten Buntstift, einen weißen Buntstift. Und man sieht einfach nichts, was ihr malt. Das heißt, es ergibt keinen Sinn. Das ist kontraproduktiv. Das führt euch nicht zum Ziel. Aber egal. Abgesehen davon, können Sie mir helfen? Sucht nach einem Katapult, auf das wir das Tor niederreißen können. Ja, tolle Hilfe sind Sie mir. Wenn ich doch nur wüsste, wie. Ich stehe gerade wieder auf dem Schlauch. Also irgendwas habe ich nicht richtig beachtet. Irgendwas habe ich nicht richtig gesehen. Und zack haben wir das Problem, dass wir nicht ein Katapult besitzen. Und auch ich kann diese Katapulte, die hier rumstehen, die kann ich nicht verschieben. Die stehen da und sie stehen da und sie stehen da. Wenn ihr versteht, was ich meine. Och nö. Egal, wir müssen etwas herausfinden. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam. Nur zu. Wie lautet der schöne Spruch? Nur zu zweit kommt man weit. Das heißt, nie im Alleingang etwas machen. Das ist wie in einem Mannschaftssport, wie in Fußball.
wenn man alleine spielt, bringt das nichts, aber wenn man sich gegenseitig die Bälle zupässt, wenn man sich gegenseitig zuspielt, dann kann man die Gegner leichter austricksen und kommt schneller ans Tor und schießt auch schneller ins Tor, als würde man von hinten alleine das Feld aufräumen wollen gegen die ganze Mannschaft. Aber egal. Hallo, kann ich bei Ihnen ein Katapult kaufen, lieber Herr Theo? Ich kaufe erstmal ein Meisterstück. Und ein silbernes Schwert, warum auch nicht. Dann gibt es hier noch einen Speer. Eine silberne Axt. Ein hölzerner Bogen, finde ich auch ganz cool. Einen Braten. Und Ritter Stapelstein, den haben wir jetzt auch. Und ein Pferd, ein Schimmel. Habe ich ja euch letztens erklärt. Weiße Pferde nennt man Schimmel. Da waren wir noch in der Welt des Wilden Westens, als ich hier Schimmelpferde bekommen habe. So. Aber irgendwie gab es kein Katapult. Das heißt, bei Theo kriege ich schon mal kein Katapult. Irgendwie muss ich hier etwas anderes tun. Was genau, weiß ich allerdings nicht. Das ist eben die Sache, dass ich noch so ein bisschen auf dem Schlauch stehe. So, ja, hier, ich weiß. Ihr habt es jetzt gesehen, ich konnte schießen. Aber das war's dann auch. Also irgendwie, ich meine, was bringt mir der Schuss, wenn es nichts erreicht, so? Keine Ahnung. Also irgendwas ist hier noch faul und ich muss irgendwie dahinter steigen. So, hallo Herr Stapelstein, ich habe Sie freigeschaltet, wissen Sie das? Wahrscheinlich ist es dem eh egal. Stapelstein, ja, das bin ich. Habe ich nicht irgendwie Missionsobjekte im Mittelseeland? Ich habe nur einen Braten. Das Problem ist, mit einem Braten kann ich hier niemals ein Tor öffnen. Mit einem Braten, überleg mal. Ja, ich habe da einen Braten, ich möchte jetzt ein Tor öffnen. Pustekuchen. Such nach einem Katapult. Hab ich doch schon tausendmal gesagt. Herr Stapelstein, ich verstehe das. Nennen Sie mich Sir Stapelstein. Okay, Sir Stapelstein. Wie gesagt, ich verstehe das. Allerdings habe ich das Problem, dass ich nicht genau weiß, wie ich denn dieses Katapult da nach vorne bringe. Verstehen Sie? Verstehen Sie, Sir Stapelstein? Das macht überhaupt keinen Sinn und das ist mein Problem. Deswegen sollten wir gemeinsam nach einer Lösung suchen. Sir Stapelstein. Auch ein sehr, sehr lustiger Name, wie ich finde. Und ich denke, dass ihr die Ritterwelt auch toll findet. Aber ich bin gespannt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Vielleicht sagt ihr, ach nee, Pustekuchen. Diese Welt ist alles andere als toll. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, okay. Ich schaue mich mal in der Zwischenzeit um andere Dinge um. Oh, wer ist das denn? Hallo? Oh, wie geht's ihr? Wie geht ihr? Angst nicht habt, Grog nicht beißt. Mein Name Grog, Grog Krieger. Grog möchte nicht Krieger sein, möchte wie Ritter aussehen. Mensch, zeigt Grog, wie Ritter aussieht? Okay, kann ich machen. Ja, wie sieht denn ein Ritter aus? Schau mal. Wahrscheinlich muss ich zu einem Ritter wechseln. Aber ich habe doch Sir Stapelstein freigeschaltet. Schaut mal, jetzt. Wow, Mensch, beeindruckt. Grog. Grog werde glänzende Rüstung kaufen gehen. Tschüss, sagen Grog. Okay, Grog, tu, was du nicht lassen kannst. Du bist auch ein sehr, sehr lustiger Typ, wie ich finde. Und ich denke, dass wir gemeinsam hier noch einige schaffen werden. Aber Grog, ja, mach dich erstmal auf den Weg, denn an dieser Stelle werde ich dich erstmal nicht brauchen. Wir schwimmen wieder durch die Gegend. So. Dann wollen wir mal hier weiter gucken. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Irgendwas Spannendes. Ein Mega-Relikt. Oh, uns fehlen nur noch 4 Mega-Relikte. Hey, was soll das denn jetzt? Warum seid ihr so gemein? Warum seid ihr so frech? Na, Teppichtörtchen. Ich bin ein wahrer Ritter. Legt euch niemals mit einem wahren Ritter an. Denn mit mir, so möchte ich betonen, ist nicht gut Kirschen essen. Ja, mein Dank, tapferer Ritter. Ich bin zu alt für sowas. Ich denke, ich werde mich zur Ruhe setzen und ein Buch über meine Abenteuer schreiben. Klingt super toll. Ich liebe Bücher. Vor allem mit tollen Geschichten. So, wir finden wieder ein Relikt, denke ich.
Irgendwas in die Richtung. Relikte sind immer gut. Kann man immer gut gebrauchen. Ein Relikt, ein Relikt, ein Relikt. Und zack, boink, sind wir schon wieder beim König. Der uns wahrscheinlich nicht helfen kann, da der König selbst nicht genau weiß, was wir vorhaben. Oder wie wir das Katapult verschieben können. Denn der König, nein, der ist auch nur ein König. Seid gegrüßt, edler Freund. Habt ihr etwas für mich? Ja, hier eine Einladung. Ich wusste es, die Königin möchte von mir geheiratet werden. Ich, oh, sie heiratet Batman? Ja, trotzdem danke. Das Sister-System soll jetzt Spaß haben, wie auch immer. Danke! Und wo ist hier der Megastein? Hier scheint noch ein Megastein zu sein. Vielleicht oben? Vielleicht muss ich da hochspringen. Oder hochfliegen. Ich glaube, mit einem... ohne Jetpack komme ich da jetzt gleich auch nicht hoch. So, zack. Und da ist einfach mal gar nichts. Hier ist eine Tür. Kann ich da rein? Wow, da ist einfach mal nichts drin. Also irgendwo scheint es hier noch was zu geben und wir müssen herausfinden, was. Das Abenteuer hört hier noch lange nicht auf. Und in der Welt der Ritter gibt es noch irgendwo das Katapult, das wir brauchen, um das große Tor zu öffnen. Werden wir es schaffen? Das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Rechts oben einfach mit eurem Finger da drauf tippen und ihr kommt zum nächsten Video. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Bleibt katztastisch!